Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Forest Village aus Colchester, einem kleinen Ort auf einer kleinen Insel in einem großen, weiten, unbekannten Meer. Ja, hier steht so ein, entsteht so ein kleines neues Bauernviertel. Da können wir dann auch nochmal ein Haus bauen. Ach, Haus, da haben sie hier auch schon mal das Material bereitgestellt. Okay, schön. Auch schon alles dort. Ja, ich würde gerne hier noch ein Feld hinmachen, aber das passt, glaube ich, nicht. Wir können es gerade mal ausprobieren, aber ich meine, das wäre zu klein. Ja, genau. So wäre genug Platz. Aber dann baut er halt voll über den Weg und das ist doof. Müssten wir mal gucken. Vielleicht verzichte ich doch auf den Weg. Ich weiß es noch nicht. Das wird ein Kirschgarten. Ah ja, da sind sie auch schon am Bauen. Sehr gut. Es wird ein großer Kirschgarten. Da ist einer dran am Bauen. Okay. Ein Bauer gibt das. Okay, passt. Was macht unser Flachs? Der ist weg. Okay. Ist hier hinten auch was angekommen? Ja, nee. Nicht wirklich. Na gut, dann machen wir die Flachsruten mal weg. Oder es ist schon so viel verbraucht worden. Wahnsinn. Der helle Wahnsinn. Da haben wir 84 Mehl. Ach, da bringt er das hin. Okay, dann müssen wir die Mehlrouten gerade ändern. Neu. Mehl. Das kommt dann von hier. Nach hier. Und Mehl von hier nach hier. Weil unseren Leuten da fehlt Mehl. Ohne Mehl keine. Ne, denen fehlen Eier. Okay. Wie viel haben wir hier noch? 78, das ist nicht viel. Winterende, sehr gut. Oh, ich muss dran denken, dass ich das hier umstelle. Kartoffelsche. Nicht, dass wir nachher Unmengen von Flachs haben, aber keine Kartoffeln mehr. Kartoffeln. Kartoffeln. So. Hier machen wir wieder Hafer. Und hier würde ich nochmal Flachs anbauen. Oder machen wir hier Kartoffeln. Lassen wir halt auf Kartoffeln. Genau, und hier machen wir jetzt dann nochmal Flachs. So. Passt. Oder machen wir hier Hafer. Und hier Kartoffeln, das ist vielleicht besser. So. ...730 Holz. Das ist eine Menge Holz. Ja, der ist fast leer.
Den lassen wir jetzt auch erstmal leer machen. So, 450, 390 Stein, viel Erz. Wo ist eigentlich unsere Erzmine? Da. Dann brauchen wir auch bald noch eine neue. 23 Werkzeuge. Ist noch nicht so viel, ne? Da, das Haus wird gerade noch gebaut. Die sind fast fertig, sehr schön. Und hier fehlen auch nur noch 4 Arbeitseinheiten. Dann ist die Frage, ob wir hier vielleicht noch ein großes Haus oder sowas hinzimmern. Sowas. Mit dem Eingang nach dort natürlich. Machen wir mal. Wenn auch mal noch auf Pause. Erstmal sollen sie das hier fertig machen. Tüdüdüdüdüdü. Winterende. Ja, so sieht es im Moment noch nicht aus. Minus 5 Grad. Ist schon ein Wort. So, da haben wir volle Anzahl an Arbeitern. Schweine dürften keine mehr verhungern. Hier können wir auch noch ein Feld hinmachen. Achso, genau, da muss ja der noch abgebaut werden. Stimmt. Ich erinnere mich. Da war was. Na komm, die eine Arbeitseinheit kriegt ja auch noch hin. Ah, da haben wir den ersten Giebel schon. Wunderbar. Da haben wir auch Kartoffeln. Naja, da haben wir nichts mehr umgestellt. Hier auch nicht. Da ist der Hafer, okay. Passt also. Oh, unsere Treppe ist fertig. Auch wenn ich mir immer noch nicht vorstellen kann, was das jetzt sein soll. Aussichtsplatz? Sowas? Vielleicht? Ich weiß es nicht. Ja, unser ganzes Gelände hier ist noch ein wenig unkoordiniert. Aber es gehört dazu. ...82 Holz, ist okay. Der hat... Ah ja, der köhlert noch. Nicht köhlert, der gießt noch. Passt. Ah ja, die haben auch Eier gekriegt, sehr schön. Mehl haben wir auch. 40. Das reicht ein bisschen. Da fehlt aber noch Mehl. Die Route machen wir mal gerade weg. Da haben wir keinen. Doch, 53 haben wir noch. Ja, du hast keinen Flachs mehr, ne? Sie fällt, okay, das ist gut. Das machen wir weg. Was machen unsere Esel? Einer. Aber einen haben wir ja im Einsatz. Einer vermehrt sich da, das passt. Frühlingsbeginn. Und noch minus 4 Grad. Das ist nicht gut. Ah, sehr schön. Kirschen. Normal wachsend. Sehr gut. Die können uns dann schön mit Kirschen versorgen.
Bis dahin sollte dann noch das Gebäude hier fertig sein. Hoffe ich einfach mal. So, geben wir gerade mal frei. Wo baut ihr denn? Ah, einer baut hier am Brunnen, okay. Dass der dann auch fertig ist, dann haben es die Leute auch nicht so weit, um hier ihre Felder zu versorgen. Ja, mit der steigenden Anzahl an Leuten müssen wir natürlich auch mal gucken, dass wir genug Felder dabei bereithalten, ne? Das darf man nicht vergessen, nicht unterschätzen. Sonst hat man da ganz schnell ein Problem. Jagdhütte? Jagdhütte, okay. Ich weiß gerade gar nicht, wie viele Jugendliche sind denn jetzt erwachsen geworden. Nicht viele, oder? Ich kill noch mal ein paar Hühner. Nicht, dass wir da noch wieder Probleme kriegen. Weil ich habe nicht so viel Hafer, wie ich gerne hätte. Das muss ich hier mal ganz klar sagen. Ja, du hackst auch, okay. Da ist einer dran. Da ist einer dran. Dann hoffe ich, dass er hier fertig ist, bevor er hier fertig ist. Ja, immer noch ein Esel. Also ein zweiter. Der dritte kommt dann hoffentlich auch irgendwann. Schule brauchen wir gerade die zweite noch nicht. Frühlingsbeginn minus 1 Grad, 0 Grad. So, jetzt brauchen wir unsere Bauern. Da gehen wir mal schon auf 0. Da machen wir mal volle Kraft voraus. Bäcker würde ich die hier gerade mal pausieren lassen. So. Da können wir auch schon mal zwei dazu tun. So, zwei Köhler machen wir weg. Der hier hat auf jeden Fall Pause. So. Bauern. 24 brauchen wir. Das ist heftige Zahl. So, 19 haben wir. Einen Müller. Wie viel Mehl haben wir denn? So. Die zwei machen wir gerade auch mal weg. Dann hat der eine hier im Moment eh gerade noch nichts zu tun. Ein Schneider weniger. So. Und dann machen wir auch mal einen weg. So, dann haben wir alle Landwirte beisammen. Passt. Arzt, Lehrer, ein Köhler, ein Eisengießer. Können wir vielleicht auch mal eine Weile pausieren lassen. Der darf dann noch hier sich um die Bäume kümmern. Da. So. Ja, die zwei Baustellen haben natürlich jetzt gerade wieder nichts. So. Kirschbäume, das gibt aber erst im nächsten Jahr was.
Weil die müssen die ja jetzt erstmal pflanzen. Die Hütte ist fertig, sehr schön. Wir haben eine Scheune mehr. Der Brunnen ist auch fertig, auch sehr schön. So, hier könnt ihr Flachs anpflanzen, meine Lieben. Ich hoffe, das tut ihr auch. Die sind schon munter dabei, wunderbar. Ah, und hier ist das... Ah ne, ist gerade nicht im Bau. Ich weiß nicht, wo der eine Bauarbeiter beschäftigt ist, den wir noch haben. Schauen wir aber einfach. Mhm. Baut. Was denn? Was baust du denn, meine Liebe? Verfolgen wir sie da gerade mal. Ach, du baust den Brunnen, okay. Ja, oder auch nicht, ne? So in der Art jedenfalls. Ja, hier ist einer, das ist gut, der kann nämlich Bäume fällen. Das ist der wichtigere von beiden. Hier haben wir auch Schafe sind auch vollzählig. Die Bäckerei hat gerade nichts zu tun, weil kein Fleisch. Okay. Kein Fleisch ist ein Grund. Wie voll sind wir hier eigentlich? Zwei fehlen noch und da fehlen auch noch zwei. Okay. Und die Kleidung natürlich, ne? Normale Kleidung. Brauche ich aber halt auch Flachs für. Das ist gerade das Problem. Da bauen wir Flachs an. Und hier Kartoffeln. Ja. Sehr schön. Ist aber schon mal schön, dass die Felder jetzt offenbar zuverlässig funktionieren. Und man sich da nicht immer noch wieder Sorgen machen muss. Schweine haben sich auch schon ganz ordentlich vermehrt. Muss ich mal sagen. Ein Esel. Ja, der ist auch schon am Pflanzen, sehr gut. Und auch die sind munter dabei. Ja, die sind ja schon ein bewährtes Team. Die haben auch Kartoffeln, so wie sich das gehört. Ah ja, und hier sind die ersten Flachspflanzen. Passt. Ja, hier werden unsere ersten Kirschbäume gesetzt. Sehr schön. Hier haben wir drei Bauern, die da aktiv sind, oder drei Gärtner vielmehr. Der jugendliche Aben ist älter geworden und kann jetzt mit der Arbeit beginnen. Das ist gut, den können wir einteilen. Können wir nicht. Der war schon eingeteilt, okay. Hirte Altes starb an Altersschwäche, das ist nicht gut. Dann machen wir mal einen Fischer weniger und einen Hirten draus. Wir bräuchten noch drei Hirten mehr. Wo denn das? Da haben wir zwei. Null, weil nicht aktiv. Da haben wir zwei, sind vier. Und hier haben wir drei. Ach so, hier können wir noch mehr, ne? Da können wir noch drei mehr, stimmt. Ich erinnere mich.
So ganz dunkel war da was. 2842 Gemüse haben wir nur noch. Fischzüchter Tresser starb an Altersschwäche. Das ist nicht gut. Was machen wir denn da? Vorübergehend mal den Schmied. Oder den Wirt. Oder nochmal einen Fischer. Machen wir nochmal einen Fischer weniger. So leid mir das ja für die Fischer tut. Aber ja, meine Fischarte ist jetzt in der Fischzucht. Das ist ja auch nicht so viel anders. Behaupte ich einfach mal. Da haben wir nicht geschickt gebaut, ne? So mitten reingeklatscht. Aber ja, die kommt ja bald mal weg. Was heißt bald? Ein bisschen dauert's noch. Die dauert auch noch ein bisschen. Und, ja. Was macht unser Haus? Nicht viel, ne? Das hat gerade keinen Arbeiter. Weil die Tante hier noch arbeitet. Aber dafür ist der Brunnen jetzt fertig. Den Brunnen baut sie gerade ab. Dann können wir hier auch noch ein Feld hinmachen. Weil wir brauchen demnächst dann nochmal wieder mehr Gemüse und so. Ja, ich sag damit aber erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir unsere Colchester durch den Frühling begleiten. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.